Der Beweis aus der Sunna ist der bekannte Hadith von Jibril, der von Amr radiallahu an, Allahs Wohlgefallen an ihm, überliefert wird. Amr sagte, während wir eines Tages mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden auf ihm waren, kam zu uns ein Mann mit sehr hellen, weißen Kleidern und tief dunklen, schwarzem Haar, bei dem keine Spuren der Reise erkennbar waren und den von uns niemand kannte. Dann setzte er sich zu dem Propheten alaihissalatu wassalam und legte seine Knie an die Knie des Propheten, legte seine Hände auf seine Oberschenkel und sagte: O Muhammad, berichte mir über den Islam. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Der Islam ist, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist, dass du das Gebet verrichtest, die Almenabgabe entrichtest, im Ramadan fastest und die Hajj zum Hause unternimmst, wenn du einen Weg dorthin findest. Er sagte: Du hast die Wahrheit gesagt. Er sagte: So waren wir überrascht, dass er ihn fragte und dann ihn bestätigte. Er sagte: So berichte mir über den Iman. Er sagte: Dass du an Allah glaubst, seine Engel, an seine Bücher, seine Gesandten, den jüngsten Tag und dass du an das Schicksal glaubst, im Guten sowie im Schlechten. Er sagte: Du hast die Wahrheit gesagt. Er sagte: So berichte mir über den Ihsan. Er sagte: Dass du Allah dienst, als ob du ihn sehen könntest, und wenn du ihn nicht sehen kannst, so wahrlich sieht er dich. Er sagte: So berichte mir über den jüngsten Tag, also wann dieser eintreffen wird. Und er sagte: Der Gefragte ist darüber nicht wissender als der Fragende. Er sagte: So berichte mir über seine Anzeichen. Er sagte: Dass die Sklavin ihren Herrn gebärt und dass du die barfüßigen, nackten, armen Schafhirten siehst, wie sie anmaßend im Bauen sind. Er sagte: Dann ging er und wir blieben eine Weile. Dann sagte er, der Prophet, alaihissalatu wassalam: O Amr, weißt du, wer der Fragende war? Ich sagte: Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte: So wahrlich, es war Jibril, der zu euch gekommen ist, um euch eure Religion beizubringen. Und der Hadith ist ein Beweis für die Säulen des Islams, des Imans und des Ihsans. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Gefragte ist darüber nicht wissender als der Fragende, ist ein Beleg dafür, dass niemand außer Allah die genaue Zeit des Eintreffens des jüngsten Tages kennt. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Sklavin ihre Herren gebärt, bedeutet vermehrtes Auftreten von Respektlosigkeit gegenüber den Eltern, vermehrte Sklaverei, der Umsturz und Umbruch von bisher gewohnten Zuständen. Das bedeutet, dass ein König eine Sklavin heiratet, die ihm dann einen Jungen gebärt. So dann wird dieser Junge nach dem Tod des Königs selber zum König und somit ein Herr über seine Mutter. Und dass du die barfüßigen, nackten, armen Schafhirten siehst, wie sie anmaßend im Bauen sind, dies deutet auf einen Umbruch und das Umschlagen von bisher gewohnten Zuständen hin, sodass die Armut sich in einen ungeheuerlichen Reichtum verwandelt.